Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Henrys Geheimnis. Ja, also Henry spricht mir hier gerade aus der Seele mit Mist, denn also ein ganz großes Sorry für das, was gegen Mitte des Parts passiert ist. Das waren irgendwie magnetische, wie hast du das genannt? Interferenz. Indifferenzen? Ja, sage ich doch, elektrische. Das ist alles ein bisschen blöd gelaufen, weil ich meine, am Anfang des Parts war nix. Da war alles okay. Und dann auf einmal hat es angefangen zu knacken und voll komisch zu klingen. Und ich habe eigentlich nichts hier groß gemacht. Vielleicht bin ich mit der Maus hier doch noch irgendwie an andere Kabel gekommen oder sowas. Das kommt halt daher, wenn sich hier zu viele Parts überschneiden. Genau. Nee, wenn sich hier zu viele Kabel überschneiden, weil das hatte ich öfters mal am Anfang der Aufnahme bei den Testaufnahmen gehabt, aber halt nie mitten in einem Part. Ich meine, das wisst ihr ja selber, für die, die auf jeden Fall dieses Projekt verfolgen. Deswegen, also wirklich tausendfach sorry. Also ich habe gerade eben selber die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, habe das Spiel auch sofort ausgemacht, in der Hoffnung, vielleicht einfach nochmal die Szene neu spielen zu können. Aber eine neue Szene hat jetzt genau hier begonnen. Deswegen, ja, dumm gelaufen. Einfach nur dumm gelaufen, aber ihr könnt es ja sonst zum Glück mitlesen, was da passiert ist und sonst den Ton ausmachen, was weiß ich. Vielleicht haue ich vorher noch mal eine kleine Info auch raus an das andere letzte Video. Wäre vielleicht nicht schlecht. Das werde ich wahrscheinlich wirklich machen. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst es ja, wenn ihr den Part seht. Aber jetzt erstmal genießen wir diesen Part und hoffentlich ohne Störungen. Mist. Wer war das wohl? Ich lese die Nachricht noch mal. Die Nummer ist unbekannt. Henry, ich kenne dein Geheimnis. Wenn du nicht willst, dass alles rauskommt, komm in die Straße rechts neben der Schule. Allein. Oh je, ich ahne Schlimmes. Die Rechtschreibung ist entsetzlich. Ja, aber wirklich. Noch eine Nachricht. Komm endlich, ich bin nicht geduldig. Geduldig mit CH am Ende. Oh. Davon bekommt man ja Augenkrebs. Ja, aber wirklich. Oh je. Mein erster Verdacht fällt sofort auf Enzo. Ich weiß, dass er wegen unserer kleinen Auseinandersetzung immer noch wütend ist und sich auf die eine oder andere Weise an mir rächen will. Aber von welchem Geheimnis spricht er? Ich hoffe, er hat nicht herausgefunden, dass ich Jay bin. Oh Junge, du solltest da nicht alleine hingehen. Ehrlich nicht. Wir wissen, dass du stark bist, aber nicht so stark. Ich komme in der kleinen Straße an. Enzo tritt aus einem Hauseingang. Enzo, ich habe mir schon gedacht, dass diese Nachricht entweder von einem Achtjährigen stammt oder von dir. Sehr gut. Woher hast du meine Nummer? Mach dich nur lustig. Das Lachen wird dir gleich vergehen. Was führt er im Schilde? Nichts Gutes. Hast du Angst um dein Geheimnis? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich werde es dir sagen. Was würde Leila wohl denken, wenn sie wüsste? Ich halte den Atem an. Wenn sie wüsste, dass du in sie verknallt bist. Oh, wow, was für ein Geheimnis. Was? Was? Das soll das Geheimnis sein? Man könnte wirklich meinen, der Typ wäre 5 Jahre alt. Deinem Gesicht nach zu urteilen, habe ich ins Schwarze getroffen. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Ach ja, warum bist du denn hier, wenn dir egal ist und dein Geheimnis aufliegt? Sorry übrigens, wenn ich mal ganz kurz zwischendurch immer mal wieder ganz still bin für eine Weile, weil dann will ich wissen, ob der Headset-Pegel wirklich ganz runter geht oder ob sich wieder was verstellt. Ich bin gerade noch ein bisschen misstrauisch wegen dem letzten Part. Mist, er hat recht. Ich bin sofort hergekommen, weil ich an Jay gedacht habe. Ich bin wirklich dämlich. Jetzt muss ich mitspielen. Wenn ich ihm diese Info gebe, hat er was zu beißen. So ein Quatsch. Ich habe gesehen, wie du sie ansiehst. Sie ist sehr hübsch. Er ist ganz aufgeregt. Er glaubt wirklich, er hätte eine brisante Info gegen mich in der Hand. Was willst du? Was ich will?
In dem Moment tauchen vier riesige Typen aus dem Nichts auf. Zwei von ihnen packen mich bei den Armen. Ich versuche mich loszureißen, aber sie sind wirklich stark. Durch den Überraschungseffekt hatte ich keine Möglichkeit, ihnen auszuweichen. Die zwei Größten halten mich weiter fest, damit ich Enzo in die Augen schauen muss und nicht weglaufe. Die beiden anderen stehen hinter uns. Was ich will, ist dir, kleinem Streber, die Fresse einschlagen. Enzo kommt näher, nimmt mir die Brille ab und wirft sie auf den Boden. Er tritt drauf. Wahrscheinlich soll das auch heißen. Er tritt auch drauf und dreht sich anschließend stolz zu mir um. Ich kneife die Augen zusammen, als würde ich schlecht sehen. Vielleicht erkennt er dann nicht, dass ich Jay bin. Er fasst mich an den Haaren und zwingt mich, ihn anzusehen. Da siehst du nichts mehr, was? Er lässt meine Haare los und gibt mir einen Schlag ins Gesicht. So ein Mist. Ich habe das Gefühl, das Bild wird nicht ganz angezeigt, ist irgendwie rangezoomt. Der Idiot tut mir weh. Ich schmecke Blut. Mein Vater bringt mich um. Jetzt müssen wir alle Termine und Interviews für die nächsten Tage absagen. Und wie ist das? Ich antworte nicht. Ich sehe ihn voller Verachtung an. Ich kann mich noch immer nicht bewegen. Seine Gorillas halten mich weiter fest. Er hat das alles gut geplant. Das hätte ich einem Typen wie ihm gar nicht zugetraut. Da hast du dir wohl die Sprache verschlagen, was? Er verpasst mir noch einen Schlag, diesmal in den Magen. Einen Moment lang verschlägt es mir den Atem. So kann das nicht weitergehen. Hey! Sie lassen mich los. Ich taumle und halte mir den Bauch. Ich stütze mich auf ein Auto, das neben mir parkt. Enzo beugt sich über mich. Verarsch mich in Zukunft gefälligst nicht mehr, klar? Wir hauen ab. Schon sind sie aus der schmalen Seitenstraße verschwunden. Junger Mann, alles in Ordnung? Marcus? Was machen Sie denn hier? Ich habe Sie beobachtet. Was? Ich brauche keine... Auf Befehl Ihres Vaters. Ich sollte unauffällig sein. Und nur im Notfall eingreifen. Und ich dachte, in dieser Situation war mein Eingreifen gerechtfertigt. Ich... Danke, Marcus. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Es geht schon. Wir verlassen die Seitenstraße. Puh, das war scheiße. Oh je, armer Henry. Henry! Ja, jetzt kommt Lila an. Wir sehen uns mal eben aber das Dingens an. Das war doch garantiert... Nee? Achso. Obwohl, ich gehe hier gerade zurück. What the fuck? Das Bild ist hier noch gar nicht drinne? Das kann aber irgendwie nicht sein. Komisch. Naja, dann sehen wir uns das ein andermal an, was hier passiert ist. Geht ja jetzt irgendwie hier nicht. Oh nein, nicht das noch. Henry, was ist denn passiert? Lila, was machst du hier? Ich wollte sehen, ob alles in Ordnung ist. Du bist so plötzlich verschwunden und wirktest so besorgt, da... Ach, du blutest ja. Lila sieht Marcus an. Lila, das ist Marcus. Er arbeitet mit meinem Vater. Wenigstens in dieser Hinsicht lüge ich sie nicht an. Auch wenn ich ihr verschweige, dass er in erster Linie ein Bodyguard ist. Sie wartet auf weitere Erklärungen. Sie sollten jetzt lieber nach Hause fahren, Henry. Ja, das mache ich. Marcus entfernt sich und lässt mich mit Lila allein. Aber ich weiß, dass er in einiger Entfernung wartet. Sie sieht mich fragend und voller Sorge an. Enzo hat mich in eine Falle gelockt. Marcus kam zufällig vorbei, zum Glück. Lila hält erschrocken die Hand vor dem Mund.
Sie stürzt sich auf mich und schlingt ihre kleinen Arme um meinen Hals. Layla. Es tut mir so leid, Henry. Aber warum? Ich habe das Gefühl, seit du mich kennst, hast du mehr Ärger. Sag sowas nicht. Ich blute. Ich mache dich noch schmutzig. Sie schüttelt den Kopf und drückt mich weiter an sich. Ist mir egal. Es ist zwecklos, ihr zu widersprechen. Ich schlinge meine Arme um ihre Taille und drücke sie ebenfalls an mich. Als ob meine Wunden einfach um 0, nichts heilen würden. Ich genieße einen Moment lang dieses Gefühl und lasse sie dann gegen meinen Willen los. Danke. Sie löst ihre Arme. Ihre Augen sind rot. Sie ist dem Weinen nahe. Bloß das nicht. Ich glaube, ich fahre besser nach Hause. Ich komme mit. Was? Aber ich brauche keinen... Ich will nichts hören. Du hast ziemliche Schläge abbekommen. Da will ich nicht riskieren, dich ganz allein nach Hause zu lassen. Zu Hause. Außerdem ist das eine gute Ausrede, um heute Nachmittag den Unterricht zu schwänzen. Verbirg mir das jetzt nicht. Ich lächle sie an. Autsch. Der hat ganz schön zugelangt. Das tut immer noch weh. Man kann ihr einfach nichts abschlagen. Ich seufze. In Ordnung, komm mit. Wir gehen zu meinem Auto. Oh je. Aber das waren viele schöne Bilder. Ich frage mich nur, warum ich das eine nicht nochmal ansehen konnte. Das war echt komisch. Aber naja, was soll's. Kannst du denn ohne Brille fahren? Ich lächle ihr trotz der stechenden Schmerzen zu. Ich muss sie eigentlich nicht immer tragen. Ich brauche sie vor allem zum Lesen, am Computer oder wenn ich fernsehe. Aber es geht auch ohne. Trotzdem trage ich sie lieber jeden Tag. Ich erkläre ihr nicht, dass man sich hinter dem dicken Brillengestell auch ausgezeichnet verstecken kann. Ich starte den Motor und fahre los. Wie oft, wenn wir zusammen im Auto fahren, spüre ich, dass sie mich beobachtet. Sie sieht mich an. Ich hoffe, das liegt daran, dass ich ihr irgendwie gefalle. Ich bin zwar daran gewöhnt, Erfolg beim weiblichen Geschlecht zu haben, aber nur, wenn ich Jay bin. Wenn ich ich bin, bin ich den Leuten, glaube ich, meistens eher gleichgültig. Aber Layla ist anders als die Leute. Ich beschließe, sie ein bisschen zu necken. Ist das so etwas Besonderes, mich ohne Brille zu sehen? Ja, das ist ein wirklich seltener Anblick. Die Gelegenheit muss ich nutzen. Es sei denn, das stört dich. Ich lächle. Ihre Offenheit wirkt entwaffnend. Wir kommen bei mir zu Hause an. Hast du einen Erste-Hilfe-Koffer? Sieht aus, als wolltest du Krankenschwester spielen. Davon habe ich immer geträumt. Sie lächelt mich an. Sie strahlt. Ich suche den Verbandskasten, während sie sich die Hände wäscht. Ich stelle den Verbandskasten auf den Wohnzimmertisch. Dann setze ich mich auf das Sofa, direkt vor den Hocker, auf dem sie nun Platz nimmt. Ganz professionell nimmt Layla die Dinge aus dem Verbandskasten, die sie braucht, um mich zu verarzten. Ich persönlich hätte mich mit einem einfachen Pflaster zufrieden gegeben. Darf ich? Sie zeigt mir einen Desinfektionsspray. Ach ja, vielleicht wäre es wirklich gut, die Wunde zu desinfizieren. Brennt dieses Zeug nicht? Sie stemmt die Fäuste in die Hüften und sieht mich streng an. Henry, du wurdest eben verprügelt. Und jetzt willst du mir weismachen, dass du Angst vor dem Desinfektionsspray hast? Sie bricht ein schallendes Lachen aus. Layla wird wieder ernst.
Sie greift nach einem Wattetupfer und tränkt ihn mit Desinfektionsmittel. Dann fährt sie damit vorsichtig über die Wunde auf meiner Wange. Oh, ich verziehe das Gesicht. Das brennt. Ah. Hey, schon gut. Hey, ich bin hier der Verletzte. Komm schon, ich nehme schließlich keine Amputation vor. Stell dich nicht so an. Der Hocker, auf dem sie sitzt, ist höher als das Sofa, auf dem ich mich niedergelassen habe. Sie muss sich daher zu mir herunterbeugen, um meine Wunde zu behandeln. Sie ist vollkommen konzentriert. Ich dagegen habe freie Sicht auf ihr hübsches Dekolleté. Ich glaube, ich mag den Frühling allmählich auch. Das schöne Wetter hat den Vorteil, dass die Mädchen sich wieder freizügiger kleiden. Sie klebt mir ein riesiges Pflaster auf die Wange. Wie kann denn ein Faustschlag so eine Wunde verursachen? Ohne den Blick von meiner schönen Aussicht abzuwenden, antworte ich ihr. Er trug mehrere Ringe. Bestimmt war das Absicht. Normalerweise trägt er keine. Dieser Mistkerl. Wenn ich den finde, dann... Nein, auf keinen Fall. Lass ihn. Er hat bekommen, was er wollte. Es führt zu nichts, sich mit Gewalt zu rächen. Okay, aber du könntest ihn wenigstens anzeigen. Das ist immerhin kein Kavaliersdelikt. Nein, es war nur eine dämliche Schlägerei. Es ist mir lieber, die Sache einfach zu vergessen. Ich darf auf keinen Fall die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich habe viel zu viel Angst wegen Jay. Du hast recht. Sie seufzt und ihre Wut scheint sich zu legen. Als wäre der aufreizende Ausschnitt ihres T-Shirts nicht schon schlimm genug, steigt mir nun auch noch ihr betörender Duft in die Nase. Es hat also auch etwas Gutes, sich von Enzo verprügeln zu lassen. Und, hast du Spaß? Hä? Was? Auf frischer Tat ertappt, sehe ich sie an. Ich sehe aus wie ein kleiner Junge, dem man seine Bonbons weggenommen hat. Sie fängt an zu lachen. Du könntest ruhig ein bisschen diskreter sein, Henry. Ich sehe sie mit meinem Verführerblick an. Ich kann nichts dafür. Es war unmöglich, woanders hinzusehen. Ach ja? Sie spielt die Schockierte. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Ich bin schließlich auch nur ein Mann. Ich sehe sie schuldbewusst an. Wir lachen. Zum Glück hat sie mich begleitet. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. Ich bin vollkommen verrückt nach ihr. Die 2 Wochen Ferien, in denen ich sie nicht richtig, in denen ich sie nicht gesehen habe, waren die reinste Folter. Glücklicherweise habe ich noch die Musik. Um mich abzulenken, habe ich das neue Lied geschrieben. Das war das erste Mal, dass ich ein Lied für jemanden komponiert habe. Dieser Song war nur für sie. Ich hoffe, sie hat ihn wenigstens schon mal gehört. Und er gefällt ihr. Also, junger Mann, wir brauchen noch ein bisschen Ruhe. Aber dann sollte wieder alles in Ordnung sein. Danke, meine Dame. Ohne ihre Behandlung wäre ich sicher verblutet. Ich glaube, mehr kann ich nicht tun. Soll ich dich vielleicht jetzt allein lassen, damit du dich ausruhen kannst? Sie schlägt mir vor, zu gehen, aber ihre Augen bitten mich um das Gegenteil. Ich möchte auch nicht, dass sie geht. Nein, bleib. Bist du sicher? Ich möchte dich nicht stören und... Nein, ich freue mich, wenn du bleibst. Ich brauche Gesellschaft. Sie lächelt mich liebevoll an. Sie senkt den Blick und streicht eine Haarsträhne hinter ihr Ohr. Ich beobachte jede ihrer Gesten. Ihre Hände, ihren Blick, ihr Lächeln, ihre Lippen. Ich bin von ihr verzaubert. Wie schon so oft zuvor würde ich sie jetzt am liebsten in den Arm nehmen und küssen. Aber wie jedes Mal verkrampft sich mein Magen vor Angst und bremst mein Eifer. All diese Gedanken schwirren mir durch den Kopf. Die Lügen, Jay, Melanie. Layla steht plötzlich auf. Hast du Lust auf Krebs? Du möchtest Krebs machen?
Warum nicht? Wir haben schließlich nichts Besseres zu tun. Aber ich brauche dabei deine Hilfe. Einverstanden. Aber ich warne dich. Ich bin ein schlechter Koch. Sie lacht laut. Es wird ein wunderschöner Nachmittag. Ich muss daran denken, mich bei Gelegenheit bei Enzo zu bedanken. Wir haben unsere Crepes gemacht. Sie waren köstlich. Der Geschmack war irgendwie besonders. Ich kann ihn nicht beschreiben. Yay. Tja, und da wir die 20 Minuten nun erreicht haben und auch, ich glaube, Szenenende haben, mache ich hier auf jeden Fall erstmal wieder einen Cut. Auch wenn es mehr oder weniger noch damit zu tun hat. Aber was soll's. Ich denke, in diesem Part war der Sound okay. Höchstens vielleicht ein ganz kleines bisschen noch zu laut, ich weiß es nicht genau. Das checke ich jetzt nochmal, aber viel aufnehmen kann ich jetzt auch nicht mehr. Ich denke mal noch so ungefähr einen Part und dann mache ich auch Schluss für heute. Aber soll ja trotzdem alles seine Ordnung haben, gell? Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Part. Auf jeden Fall war er schön im Vergleich auch zu dem vorherigen. Wir können noch mal eben schnell in die Fotos gucken, in der Galerie, ob die eine Szene da jetzt mit bei ist. Ja, seht ihr nämlich hier. Das ist doch ein bisschen... Warum ist das denn hier so? Warum wird das so angezeigt? Das sieht hier vollkommen anders aus. Warum? Ich meine, hier zumindest hätte es jetzt richtig angezeigt werden müssen. Ich verstehe nicht, warum das hier nicht so ist. Ich meine, ich hatte das ja auch schon mal auf dem Tablet, wie gesagt, dass dann dieses Bild jetzt zum Beispiel nicht richtig angezeigt worden war, dass ich hier nur irgendwie die so Streifen gesehen habe. Oder hier, die Tür mit seinem Pulli zum Beispiel. Aber das Bild hier, das habe ich vorher vollkommen richtig und normal gesehen. Wenn ich hier durchschalte, kommt nur das nächste. Komisch. Also, eigentlich sieht das so aus, ne? Dann könntest du mal wenigstens im Kleinen richtig sehen. Auch wenn das ziemlich dämlich ist, dass es hier wirklich nur so klein angezeigt wird. Das verstehe ich nicht. Das verstehe einer, wer will. Sehr, sehr seltsam. Nochmal, letzter Versuch, komm. Henry! Der ist hier irgendwie so vorgeschoben auch wirklich, ne? Dass man hier sein Gesicht gar nicht sieht, weil hier ist ja schon der Arm. Das ist irgendwie sehr, sehr seltsam. Hatte ich echt bei dem Bild noch nie. Ich konnte das damals auf dem Tablet richtig sehen. Naja, ein Bild muss anscheinend im Spiel immer so ein bisschen verrückt spielen. Sehr, sehr seltsam. Aber naja, was soll's. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier erstmal Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann hier wieder. Bis zum nächsten Part auf jeden Fall, ihr Lieben. Macht's gut, eure Vampi. Ciao.